Ja, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Meine wunderbaren Kurse, die schon sehr viele Leute gemacht haben, findest du auf liebeschipp.de. Nutz auch das. Guck dich nur die Videos, sind echt noch sehr preisgünstig. Ich hoffe, wir können das noch länger so halten. Aber natürlich haben auch Online-Kurse, oh Wunder, Produktionskosten. Bisher haben sie sich für uns noch nicht erhöht, aber wenn das sein sollte, oder kann das sein, dass die auch mal teurer werden. Also nutzt es, nutzt noch das Preisniveau, würde ich mal sagen. Aber heute soll es gehen um, dass man sich so unsicher fühlt bei Menschen, die man hot findet. Ne? Hallo Christian, ich verfolge dich und deinen Kanal noch nicht so lange, aber ich konnte bereits viel für mich mitnehmen und von dir und deiner Community lernen. Vielen Dank dafür. Nur zu meinem Anliegen. Ich bin eine Frau, Anfang 30, und hatte bisher nur wenige und kurze Krümelbeziehungen. Ja, hast du wahrscheinlich auch ein Thema, könnte ich mir vorstellen, mit Bindungsangst, passiver Bindungsangst. Könnte man Modul 4 und 9 mal reingucken. Mir geht es aber dennoch gut, da ich mich als Single mittlerweile sehr wohlfühle. Nun fehlt mir manchmal die Nähe zu Männern und die Bunga-Bunga-Abenteuer. Ja, Gott, wir sind halt Menschen und das Körperliche, ja, gehört nun mal dazu. So ist es, ne? Da ich als Single abstinent lebe, nun ist mir beim Reflektieren aufgefallen, dass ich mich bei Männern, die mir gefallen, ich mich äußerst unsicher fühle und mich steif verhalte. Ich würde mal sagen, es geht den meisten Menschen so, Männern auch. Unter Freunden blühe ich auf. Ich kann laut lachen, bin charmant und kann unbeschwert durchs Leben gehen. Doch sobald ich einen attraktiven Mann sehe, möchte ich mich am liebsten verstecken und verkrampfe. Ich habe festgestellt, dass ich interessante Männer idealisiere und auf einen Podest stelle. Das ist ja schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wenn man Menschen nicht mehr auf den Podest stellt, dann muss man sich auch nicht wie so ein Teenager verhalten. Ich bin so aufgeregt, weil der Schlüssel, das habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, der Schlüssel dazu, für einen selber hochattraktive Menschen zu daten, ist, alle Menschen gleich zu behandeln. Also du hältst sowohl, ich sag's mal so sagen, darf jetzt einer Omi die Tür auf, als auch deinem Crush die Tür auf. Du hältst du hilfst einem Opi irgendwie in Mantel und du hilfst deinem Crush in Mantel, so, ne? Du führst Smalltalk mit dem Hausmeister oder der Hausmeisterin. Du führst Smalltalk mit deinem Crush, ne? So, also der Schlüssel ist, alle Menschen gleich zu behandeln. Das ist der Schlüssel, attraktive Menschen zu daten, also für einen selber attraktiv. Und der Schlüssel dafür, das tun zu können, ist, dass du niemanden auf den Podest stellst, dass du sagst, weiß nicht, stell dir die Person nackt vor oder stell dir vor, auch diese Person will irgendjemand gerade nicht mehr daten. Jeder Mensch hat jemand anders, der nicht mehr daten will. Das finde ich immer einen sehr nüchternen Gedanken, der so anti-idealisierend wirkt. Weil das ist der Punkt, sobald du Menschen nicht mehr idealisierst und sagst oder selber sagst, boah, ich bin genauso attraktiv wie die, was soll ich jetzt auf den Podest stellen? Ja, es bist vielleicht noch ein bisschen aufgeregt, aber handelst normaler. Also für dich wäre die Aufgabe, also bring dich in den Orbit von attraktiven Menschen für Smalltalk mit denen, dass du dich da immer mehr daran gewöhnst. Ne? Aber ohne so ein Mindset von, ich muss dich jetzt unbedingt daten, sondern dass du erstmal nur diesen Umgang und den Smalltalk mit denen übst. Das wäre eine Aufgabe für dich. Ne? Und mach vielleicht nochmal den Datingkurs für Frauen. ja, aber auch Frauen, die ich optisch attraktiv finde. Ich bin hetero, unterstelle ich menschliche Perfektion. Ja, also meines ist ja offensichtlich, du machst dich zu klein. Das ist häufig so ein Pluspol-Thema. Manchmal hat man Ansätze so von co-abhängigem Verhalten. Wir haben viele, ne? Also das ist natürlich auch häufig ein Ergebnis von bestimmten Kindheiten. Ich habe das auch noch nicht zu 100% abgelegt, obwohl ich cooler YouTuber bin und was weiß ich. Habe auch immer noch meine Momente, wo ich mir auch immer wieder sagen muss, ey, komm. Aber ein Stück weit ist auch ein bisschen Charaktergeschichte. Also ich mag es zum Beispiel auch nicht, Leute so zu dominieren, so ich bin die geilste Sau auf dem Planeten oder so. Viele unterschätzen mich erstmal immer, wenn sie mich kennenlernen, und finde ich auch persönlich, mit meinem Charakter entspricht das und hat mir auch schon oft Vorteile gebracht. Deswegen ist auch jetzt, man soll auch nicht seinen ganzen Charakter umkrempeln. Das wollte ich eigentlich mit dieser kleinen Schleife sagen. Ne? So.
An sich ist das vielleicht nicht schlimm, anderen zu bewundern, doch ich versinke immer wieder in Minderwertigkeitskomplexe. Auch fällt es mir schwer, Nähe solcher Menschen authentisch zu sein. Na, ich wollte ja zu Weihnachten auch mal so eine Selbstbewusstseins-Challenge machen, Selbstbehauptungs-Challenge. Die sollst du auf jeden Fall mitmachen, weil das kann man alles üben. Ja, das kann man alles üben, das mit Shame-Attack-Übungen und so weiter. In Gesprächen mit tollen Menschen bin ich schüchtern, fange an zu stottern und zeige keine Emotionen, was nicht förderlich ist, wenn ich Beziehungen und Freundschaften aufbauen möchte. Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt Stottern so real meinst, dann sollst du natürlich da zum Logopäden gehen. Oder ich vermute, du meinst es eher so, dass man so anfängt rund zu kaspern. Ja, üben, ne? Und immer wieder klar machen, ja, kein Mensch ist mehr wert als du, ne? Keiner ist toller als du und jeder wird von irgendjemand anders abgelehnt und überhaupt nicht idealisiert, ne? Aber das sind häufig so Muster, die man aus der Kindheit mitbringt, ne? Dass man, weil man hat ja, jeder von uns hat mal oder sollte mal Mami und Papi idealisiert haben und manchmal bleibt man da hängen, weil es aufgrund von Problemen in der Erziehung man einfach nicht in die nächste Phase kommt und so weiter und so fort, ne? So, ja, vielleicht kannst du mir ein paar Anregungen geben. Ist passiert. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.